Wenn ihr oben auf der Platte wohnen könntet, würdet ihr es tun? Da kriegen mich keine 10 Pferde rauf. Geht mir genauso. Von Schindler lasse ich mich nicht knechten. Und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ja, wir sind hier mitten auf dem Wallmarkt. Im letzten Part haben wir Don Corneas Villa ausgecheckt und den Auftrag bekommen, dass wir jetzt zu, ja, drei Personen gehen sollen. Einmal hier Anjan, einmal der, oder die Madame M, und einmal der Sam, der Chocobo Sam. Und das finde ich halt echt sehr interessant, weil das ist alles komplett anders als im Original war. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zuerst mal zu dem Anjan. Ah, das ist der vom Honigtöpfchen gewesen, ich erinnere mich. Ich wollte mit Anjan reden. Scheint so. Aber die Versuchung war einfach zu. Ich gehe rein und frag nach. Bleib du erstmal hier. Warum denn du allein? Ich will mitkommen. Aber Cloud, du weißt doch, dass du nicht der beste Redner bist. Also es ist prinzipiell nicht komplett anders als im Original, aber die Madame M ist zum Beispiel halt komplett neu. Und ja, das Honigtöpfchen hier ist ja auch ein bisschen anders inzwischen. Man hat ja schon so ein paar Szenen in Trailern gesehen. Was hast du denn jetzt, Johnny? Dass einem sogar sowas geboten wird, hätte ich nicht gedacht. Alles klar. Gut, wir gucken mal rein, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Die Herrschaften. Oh. Danke. An diesem Ort werden ihre süßesten Träume wahr. Willkommen im Honigtöpfchen. Darf's ein Bienchen für den Herrn oder die Dame sein? Ich würde gerne Anjan sehen. Unsere einsame Nummer 1. Sehr wohl. Dürfte ich Sie um den Namen bitten, unter dem Sie reserviert haben? Reserviert habe ich nicht. Oh, dann muss ich Sie bedauerlicherweise enttäuschen. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit ist Anjan für die nächsten 3 Jahre lückenlos ausgebucht. 3 Jahre lang? Wir wollen eigentlich nur ganz kurz mit ihm sprechen. Wir brauchen ein Empfehlungsschreiben von ihm. Ich verstehe, aber ohne Reservierung sind mir leider die Hände gebunden. Ich bin wirklich untröstlich. Es geht wirklich gar nicht? Äußerst selten kann es vorkommen, dass Anjan jemanden zu sich ruft, der ihm besonders gefällt. Ich fürchte, als einfachen Kunden bleibt ihnen keine andere Möglichkeit. Da lässt sich wohl nichts machen. Versuchen wir es bei jemand anderem. Alles klar. Das ist auch interessant hier. Sehr schön gemacht. Ich habe mich schon gefreut hier aufs Honigtöpfchen. Beziehungsweise im Original hieß es ja Honeybee Inn, was ja auch der englische Name ist. Aber ich finde Honigtöpfchen so viel cooler als ein Name irgendwie. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht behilflich sein konnte. Keine Sorge. Dann würde ich sagen, probieren wir es mal bei der Frau M, oder wie auch mal die hieß, Madame M oder wie auch mal die hieß. Weil die ja quasi direkt in der Nähe ist. Wenn ich jetzt einfach hinkomme, Moment, oh Gott, wo bin ich hier? Navigation hier ist teilweise noch ein bisschen anstrengend für mich, weil ich mich halt hier nicht so gut auskenne. So, wollte ich hier damals einfach nicht rein oder ging das nicht? Ich weiß es nicht mehr. Scheint noch nicht offen zu sein. Okay, das heißt, Madame Im geht auch nicht. Ist es jetzt Zufall, zu wie man hin kann, oder ist es einfach nur durch irgendwelche, vielleicht ist es durch irgendwelche Entscheidungen bestimmt, die man trifft im Laufe des Spiels. Was machst du hier? Das ist der Ansager gewesen zu Beginn. Ich bin so ein absoluter Vollidiot. Was denn schon wieder, Johnny? Was machst du denn? Hallo? Voll ins Gras rein.
Johnny, geht's dir gut? Hallo? Warum hab ich mich nur überreden lassen? Zu was denn? Hätte ich doch nur Reverse gesagt. Warum hab ich mich nur überreden lassen? Okay. Hi. Was wollt ihr denn schon wieder? Also eins kann ich sagen. Wenn's nochmal um dasselbe geht, könnt ihr gleich wieder gehen. Nein, warten Sie. Ich möchte, dass Sie mich für Don Corneos Brautschau empfehlen. Hä? Würden Sie das tun? Okay. Wirklich? Klar, kein Problem. Beim nächsten Mal schlage ich dich gerne vor. Es muss aber für dieses Mal sein. Geht das noch? Dieses Mal? Auf keinen Fall. Dieses Mal ist Tifa dabei. Gegen die hat niemand eine Chance. Aber vielleicht entscheidet sich Don Corneo ja nicht für Tifa, sondern für mich. Du willst also unbedingt antreten? Unbedingt! Gut, spielen wir. Also, Reverse oder Averse? Wenn du gewinnst, gebe ich dir da eine Empfehlung. Aber wenn du verlierst, dann verzieht ihr euch. Also Johnny meinte ja Averse. Reverse meinte er ja. Vielleicht ist wirklich Reverse, ich weiß es nicht. Also darf ich mal meine Meinung zu Tifa und Aeris sagen, wen ich nehmen würde? Das klingt jetzt dumm. Also so rein vom Optischen her, muss ich sagen, finde ich Aeris ein bisschen schöner. Ich finde Tifa auch tolle Frau, ich finde sie auch als Charakter toll und so, aber rein vom Optischen her mag ich Aeris ein bisschen mehr. Und klar, ich mag Aeris auch vom Charakter her und so ein Kram. Aber rein vom Optischen her finde ich Aeris persönlich ein bisschen schöner als Tifa. Ja, ich habe es gesagt. Okay, ich nehme Reverse. Reverse. Schade. Averse. Nun, wenn ich ehrlich bin, ist das Mädchen zwar süß, aber nicht gerade Corneos Typ. Wenn ihr euer Glück trotzdem versuchen wollt, dann fragt die anderen Vertrauten. Nicht umsonst gibt es schließlich drei von uns. Viel Glück. Ich war ja nicht da. Lass mich mal die Münze sehen. Dachte ich's mir doch. Die Münze ist gezinkt. Wie unfair! Willkommen auf dem Ballmarkt. So läuft's hier wohl. Nicht mit mir! Ja, was sollen wir jetzt machen? Sams Münze. Zu ihm rein kommen wir ja scheinbar nicht. Also jetzt wird's zu den anderen beiden gehen, oder was? Mit deinem M. Ja, und zum Honeybee Inn kommen wir jetzt auch nicht mehr scheinbar, okay. Dann bleibt uns wohl nur noch Madame M. offen. Okay, gut. Probieren wir es nochmal bei ihr. Wer auch immer das eigentlich... Was ist denn... Johnny? Hallo? Geht's dir gut? Was ist denn schon wieder? Wer ist das? Was hat sie dir gesagt? Verdammt! Sie hat mich eiskalt durchschaut. Das liebe Geld. Verdammt! Sie hat mich eiskalt durchschaut. Jetzt bin ich gespannt. Ja, scheinbar. Wer sagt das? War das wieder Johnny? Ach, der. Wo ist eigentlich hier hin? Ich will mal ganz kurz. Kann man hier lang laufen? Nee, oder wird einem wieder abgeblockt, oder? Oder scheinbar doch? Was ist denn das hier? Scheinbar kann man doch hier lang. Was ist denn hier? Von. Gebiet. Ach, von. Nee, von hier kamen wir nicht. Was ist das denn hier?
Gibt's hier noch irgendwas zu finden? Oder waren wir hier doch schon mal? Ich weiß es gerade echt nicht mehr, ehrlich gesagt. Ist hier irgendwie eine Truhe oder so ein Kram? Ah, guck mal! Nice! Standanhänger, okay. Hier ist nichts mehr. Was genau ist das? Warum sind wir den Weg bisher nicht abgegangen? Oder durften wir es vielleicht einfach nicht? Oder auf die hier alle hin? Oh, oh, alles klar. Ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt rauskommen. Ich meine, ich konnte es auf der Map gerade auch sehen, aber ich will nochmal kurz gucken, ob es noch irgendwas gibt. Ja, jetzt sind wir hier, wo wir damals hier durch sind. Warte mal, was ist eigentlich da? Da ist noch irgendwie so ein kurzer, ausgegrauter Weg. Das interessiert mich gerade mal. Was da noch ist. Das muss ich ja ganz kurz mal abchecken. Es tut mir leid. Was ist da noch? Kann ich da lang? Ist da irgendwas? Ich muss das gerade mal ganz kurz überprüfen. Es tut mir leid. Kannst du das Bild durchgehen, Cloud? Wahrscheinlich komme ich da gar nicht weiter irgendwie. Sonst hätte ich das letzte Mal ja normalerweise schon abgecheckt, oder? Nee, ist einfach hier zu, alles klar. Ich wollte gerade schon sagen, weil ansonsten hätte ich das ja damals überprüft, was da ist. Oh Gott, ich kann diesen Soundtrack nicht mehr hören. Der macht mich... Also, alles an Soundtracks, was diese Schnellstraße hier zu bieten hat, mag ich nicht. Tut mir leid. Nicht meins. Vor allem, ganz ehrlich, in dem einen Part, wo wir diese komischen Kram-Minispiele hatten, habe ich von dem Soundtrack, der da gespielt hat, einfach wirklich Kopfschmerzen bekommen. Das ist jetzt nicht irgendwie nur da geredet. Der hat mich so abgenervt, ich habe davon Kopfschmerzen bekommen. Das war so schlimm. Ich hasse diesen Track. Also, das sind beides wirklich Tracks, die mag ich absolut nicht. Der restliche Soundtrack vom Spiel ist wirklich toll, aber die Tracks, nein. Nein, einfach nein. Da kann ich echt, nein. Das gefällt mir überhaupt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir so absolut überhaupt nicht. Ansonsten wirklich tolle Soundtracks und so, aber das nein, einfach nein. Einfach nein. Ich mag den Stil nicht. Das fühlt sich an, als wäre es nicht der eigene Körper. Okay, ich mag den Stil der Soundtracks nicht, auch wie die klingen und so, einfach nicht meins. Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zwei. Tretet näher. Okay, welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne, was kann ich euch lieben denn heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie meinen? Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig Junges werden und... Fräulein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Oh. Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Hey Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife. Gipfelchen. Wird's bald? Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Ich habe nur 5...
100 Gil. Kann ich... Ich würde natürlich am liebsten die Premium-Massage nehmen. Deswegen kann ich nochmal wiederkommen, wenn ich mehr Gil habe. Keine Massage, dann raus hier. Ja. Okay, Moment, wisst ihr was? Dann gehe ich mal ganz kurz zurück zu dem... Ort, wo wir gerade waren, zur Schnellstraße. Und mir sieht da nochmal ein paar Gegner, dass ich ein bisschen Geld ranhole. Aber das schneide ich logischerweise raus. Also kurzer Schnitt, wir sehen uns gleich hier wieder. Falls sich jemand nicht mehr erinnern konnte, welchen Soundtrack ich meinte, den hier. Ich habe halt von dem wirklich literally Kopfschmerzen bekommen. Ich hasse diesen Track abgrundtief. Der im vorigen Gebiet ist noch okay, auch wenn es nicht mein Lieblingstrack ist. Aber der hier, ich hasse ihn so, so, so sehr. Hallo, wir sind eine Apotheke, aber wir bieten auch andere Dinge an. Okay, man bekommt einfach kaum mehr Geld, wenn man da durchläuft. Weil, ich weiß auch nicht warum. Es sind halt kaum mehr Gegner da irgendwie und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich verkaufe jetzt den Kram, den ich doppelt habe. Hier ist ein Sternanhänger gerade. Und von den Materia kann ich auch mal eine Gewitter verkaufen. Ja, wir haben hier alles prinzipiell doppelt, aber ich möchte den nicht behalten. Weil eine MP-Boost könnte noch weg. Ja komm, mach eine MP-Boost weg. Rüste ich eh nicht unbedingt aus. Ist vielleicht dumm, aber ist mir egal. Ganz ehrlich. Jetzt habe ich genug Geld. Und das... Ich weiß auch nicht. Man kommt durch das Gebiet durch und gibt halt gefühlt 3 Kämpfe. Die geben kaum Geld. Und dann kommt dazu, dass noch diese komischen Diebe da sind. Die haben halt noch... Nein, es ist Materia-Eis. Und das sind 10 Geschmackssorten. Alles klar. Ja, man kommt da halt durch und dann sind da noch 1000 von diesen komischen Banditen, die dir halt noch die Hälfte wegstehlen, so gefühlt. Und das ist einfach alles nervig. Es ist einfach alles nervig. Vor allem, wenn du doof bist, um mit den Banditen ordentlich umzugehen. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ist mir egal, ich verkaufe Materia. Hast du dich entschieden? Ja. So, welches Verwöhnprogramm? Wir nehmen die Premium-Massage. Let's go. Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud! Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange mit den Fingerspitzen an. Komm schon, entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Nanu, hat's wehgetan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Er steht davor und denkt sich so, was passiert da drin eigentlich? Na, war das schön? Schau gerne mal wieder rein. Cloud ohne Handschuhe ist einfach ja. Cursed. Jetzt wird mich interessieren, was bei den anderen Massagen passiert. Und, wie war's? Hm? Ach, Hans. Bist du okay? Ja. Cloud? Cloud, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Erst mal ein bisschen betäubt von der Massage. Da kann man sich dran gewöhnen, was? Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören.
Was ist denn jetzt Cloud? Alles in Ordnung? Ja. Alles in Ordnung? Ja. Ganz seltsam. Hi. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Wenn ich Corneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Ich weiß nicht. Also, das hier ist halt die typische Cloud-Antwort so ein bisschen. Sieht praktisch und bequem aus, ist halt das Treffendste irgendwie, aber das würde halt so sagen, naja, aber hübsch, hm? Und wenn sie das sagt, ist halt auch wieder so typisch Cloud, so, ist mir doch egal. Ich glaube, ich sag, ich find's okay. Ich find's okay. Danke, Cloud. Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Was soll's kosten? 1 Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Das ist halt auch komplett neu. Das gab's im Original nicht. Ich hoffe doch sehr, dass ich diese Entscheidung nicht bereue. Aerith steht ja hinten gerade so. Die Standards sind gerade so. Was habe ich gerade getan? Was habe ich... Oh Mann. Das ist alles ganz weird hier. Vor allem die Madame Elm ist halt auch komplett neu im Remake und ich weiß nicht, was ich hiervon halten soll, ehrlich gesagt. Ich fand das eigentlich im Original echt cool, wie das damals war. Ich bin gespannt, was es jetzt hier... Ich hoffe doch sehr, dass ich diese Entscheidung nicht bereue. Ja, das kennen wir schon. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das hier gemacht sein wird. Der Corneo Cup in irgendeinem... Ist das ein Wettkampf, das wohl ist? Wir sind auf dem Ballmarkt. Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Selbstvertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ja, das hoffe ich auch. Da muss ich eigentlich hin? Warte. Oh. Oh, okay. Interessant. Jedenfalls, ja, alles ganz anders als im Original. Ich bin gespannt, in welche Richtung das jetzt geht, ehrlich gesagt. Ob mir das gefallen wird oder nicht so. Hast du was Neues, Chatley? Hi. Cloud, ich würde mich sehr ja, freuen, ich weiß. Nö. Genau, das ist das Gleiche. Können wir erst Schwert mal kaufen. Noch mehr Geld verschwenden, why not? Hier hast du, ja genau, auch alles noch. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinem Kampf. Das Wässchenburger, alles klar. So, jetzt bin ich gespannt. Komm mal hier, Zuschauer nach rechts. Oh, guck mal, hier ist er. Hier auf dem Ballmarkt stellen sich bitte das Kartensystem. Ich bin mir sicher, dass auch mein Johnny hier die eine oder andere harte Lektion lernen musste. Johnny, oh du Frucht meiner Lenden. Als dein Vater wünsche ich mir nichts mehr, als dass du durch deine Erfahrungen zu einem reifen Mann heranwächst. Wo ist der jetzt eigentlich, Johnny? Ist der immer noch bedrückt? Die ganzen Leute hier sollen alle für ein Turnier hergekommen sein. Glück gehabt. Um ein Haar hätte ich keine Karte mehr bekommen. Halt die Klappe!
Hier auf dem Walmart. Ja, okay, das kennen wir schon. Alter, ich schlag dir mein Schwert in die Fresse. Es nervt. Zuschauer nach rechts, Teilnehmer stellen sich bitte links an. Das ist mir vollkommen egal. Ja. Es ist sehr interessant auf jeden Fall. Vor allem, was ist eigentlich mit dem ganzen Kram hier? Wird auch noch wichtig wahrscheinlich, hoffentlich später. Alter! Hättet ihr nicht zwei Voice-Samples haben können? Irgendwie, das nervt immer das gleiche zu hören. Oh mein Gott. So, ist Johnny jetzt vielleicht hier irgendwo? Dazwischen? Alles klar, ich glaube nicht. Wo ist der denn jetzt? Das interessiert mich gerade mal. Was bist du hier? Der Eingang hier ist nur für Zuschauer. Ja. Tut mir leid, der Eingang ist nur für Zuschauer. Was ist eigentlich für ein Symbol in der Mitte des Raumes? Was ist das? Okay, einfach nur. Okay, alles klar. Corneus Colosseum, aha. Dieser Eingang ist Zuschauern vorbehalten. Ja, hab ich inzwischen kapiert. Ich wollte nur gucken, was du sagst. Das ist das Fanshop oder was? Wie wär's mit einem kleinen Andenken an euren Kolosseumsbesuch? Vergesst nicht, nach den Kämpfen bei mir vorbeizuschauen. Wenn ich dann noch Geld habe, gerne. Was? Du willst jetzt noch mitmachen? Ist ziemlich spät dran. Nächstes Mal bitte pünktlich da sein. Ihr tretet zusammen an? Nein, nur ich trete an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Na dann, ihr beiden. Das Wartezimmer befindet sich im Keller. Da bin ich mal gespannt. Nehmt den Lift und fahrt nach unten. Beeilt euch bitte. Aber ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part dann. Aris! Okay, gut. Das geht weiter runter, als ich gedacht habe. Wie lange wir wohl noch fahren müssen? Was meinst du, wie viele Leute antreten? Cloud, bist du aufgeregt? Nein. Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Ich bin einmal gespannt. Los, hier geht's lang. Macht schon. Aber erst den nächsten Part, bitte. Midgard, die Stadt, die niemand schlägt. In ihrer Mitte ein Funke des Juri namens Walmart. Ein Ort des Vergnügens, an dem ihre geheimsten Wünsche in Erfüllung gehen. Und sie haben das wertvollste Kleinod von allen gewählt. Willkommen in Corneus Colosseum. Wir versichern Ihnen, heute werden Sie hier auf dem Walmart Zeugen der spektakulärsten Ereignisse der Welt. Unsere Kämpfe werden Ihnen den Atem rauben. Der Gewinner kriegt sage und schreibe 1 Million. Und es gibt nur eine Regel. Den Gegner zerschmettern. Gnadenlos. Bis das Blut spritzt. Erbarmungslos. Bis die Knochen brechen. Nur wer alle Register zieht. Nur wer am Ende noch aufrecht steht. Wird mit Ruhm und Reichtum an Wahl. Erleben Sie blutdürstige Bestien, die es gar nicht erwarten können, ihren Opfern die Kehlen rauszureißen. Doch wir haben sie genug auf die Folter gespannt. Zeit für blutige Kämpfe. Herr Corneo Capistiere der Öffnung. Wo sind wir denn hier gelandet? Das frage ich mich auch. Alles Kram, den es im Original nicht gab. Das Wartezimmer. Rein mit euch. Aber erst im nächsten Part. Was ist mit dir los? Nicht so ungeduldig. Ihr seid noch nicht dran. Wartet hier, bis man euch aufruft. Okay, was ist hier drinnen noch? Ach, ihr seid's. Wie siehst du denn aus? Ich brauchte etwas Geld und habe an einem Vorkampf teilgenommen.
Naja, das Ergebnis seht ihr ja. Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch hier einlasst. Wenn ich euch einen guten Rat geben darf, ihr solltet besser schnell von hier verschwinden. Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match beginnt in Kürze. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Jetzt könnten wir noch davonlaufen. Der arme Johnny. Weht ein rauer Wind hier. Aber echt mal. Weht ein rauer Wind hier. Ja, tut mir schon ein bisschen leid. Was ist da noch? Das war eine Spende von Corneo. Ein Schluck davon und man ist auf der Stelle wieder fit, heißt es. Hätte ich mir mal genehmigen sollen, dann wäre ich vielleicht nicht so geendet. Wenn ihr wollt, überlasse ich's gerne euch. Gute Frage. Habe ich nicht nötig. Ich möchte es hier mal nicht trinken. Aber könnte ich jetzt nochmal, wenn ich es doch wollen würde? Nee, scheinbar nicht. Okay. Gut, ja, im nächsten Part würde ich sagen. Gehen wir dann zum Tor. Was ist jetzt noch hier im Warteraum? Nichts scheinbar. Was ist im Automat nochmal so ein Heil-Dingens? Brauche ich eine Heilung? Ja, das mach ich mal auf Screen. Das war's von dem Part, würde ich sagen. Bis dann und ciao, euer V-Roll. Tschüss.